Mein Arzt hat mich angerufen und meinte, ich habe kein Eisen in meinem Körper und gibt mir Montag Tabletten. Darf ich trotzdem fasten? Hinsichtlich den ärztlichen Entscheidungen, die Gottesdienste eines Muslims beeinschränken, so müssen wir erst einmal auf einen muslimischen Arzt hören. Die Gelehrten sagen, alle ärztlichen Beschlüsse, die Gottesdienste eines Muslims beeinträchtigen, sei das das Fasten, sei das das Gebet in irgendeiner Art und Weise, dass der Arzt zum Beispiel sagt, du darfst nicht mehr im Stehen beten, du musst das im Sitzen machen, du darfst nicht in die Niederwerfung und so weiter. Hier sagen die Gelehrten, muss man erst einmal einen muslimischen Arzt aufsuchen, der vertrauenswürdig ist. Denn es kann sein, dass du zu einem Arzt gehst, der kein Muslim ist, und er will einfach dem Muslim was Schlechtes. Er will nicht, dass die Muslime ihre Religion praktizieren. Also sagt er, du darfst nicht fasten, du darfst nicht mehr so und so beten und so weiter. Deswegen, man geht erstmal zu einem muslimischen Arzt und hält sich dann an sein Urteil. Und Alhamdulillah, mittlerweile haben wir überall muslimische Ärzte, auch hier in Deutschland. Wenn das aber nicht möglich ist, eine Person lebt irgendwo und es gibt dort einfach keine muslimischen Ärzte, dann geht diese Person zu einem Arzt, der eben kein Muslim ist, der aber vertrauenswürdig ist. Also wo wir wissen, diese Person möchte den Muslimen gegenüber nichts Schlechtes. Und dann hören wir auf sein Urteil. Wenn er jetzt sagt, du musst diese Tabletten nehmen, ansonsten hast du Kopfschmerzen beispielsweise. Nicht sehr starke Kopfschmerzen, aber du hast Kopfschmerzen. Dann in dem Fall geht was vor? Das Fasten. Aber wenn jetzt der Arzt sagt, du musst diese Sache machen, ansonsten hat das massive Probleme in der Gesundheit und du musst zum Beispiel 5-mal am Tag diese Tabletten nehmen, du kannst das nicht einfach nur früh und abends, dann in dem Fall geht man nach diesem Arzt, ja, und fastet nicht. Ja.